Gewünscht. Gewünscht, gewünscht. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Einen wunderschönen, was haben wir heute? Mittwoch. Mittwoch. Nee, für euch nicht, ne? Aber für uns. Für uns ist Mittwoch. Wir sind das nicht mehr gewohnt, dass man was aufnimmt und das nicht am gleichen Tag rauskommt. Ja, stimmt, das haben wir sonst immer die letzte Zeit fehlgehalten. Aber es ist natürlich auch gut. Oh mein Gottes Willen, nee, ich mach nochmal. Gib doch einfach mir, dann schafft man das Level. Okay. Dann können wir uns das nochmal angucken, wie du es nochmal machst oder verkackst oder du gibst mal. Das stimmt. So, geh rein. Unsere Lieben, ich war heute erstmal die ganze Zeit wieder in Imbiss. Hast du den Stream gesehen, Wollo? Wie fandst du den? Ein bisschen habe ich gesehen. Ja, hat mein Leben verändert, ne? Ich hoffe, er hat dein Leben verändert. Positiv. Oh. Total. Nee, es ist natürlich auch wenig los. Das ist das Kackwetter im Moment, Wollo. Du mit der 29 Grad da in Osnabrück, das ist doch kacke. Bruder, ich habe mir heute sogar eine lange Hose angezogen. Ne? Eine lange Hose? Ja, weil es so kalt ist. Also ich habe jetzt eine lange Jogginghose an. Ach du Scheiße. So kalt ist es. Das muss was bedeuten. Ich habe auch eine lange Jogginghose. Ja, wobei, sind 21,2 hier in der Bude. Boah. Aber ich scheiße mich ja nicht ein. Bei 21,2 denke ich mir ja noch, das ist frisch. Das ist ja auch noch frisch. Ja, also es ist bei manchen die Temperatur, wo die im Sommer dann heulen, dass es in der Wohnung so warm ist, ne? Ja, das stimmt. Oh, Mann. Deswegen, also, das würde ich so tatsächlich an diesem Punkt noch nicht sagen. Da bin ich noch gechillt. Ansonsten, Leute, hier mal, Ricky Weyer hat mich nicht mal gefragt, ob wir heute Facecam machen wollen. Nee, weiß ich doch auch, weil deine Brille kaputt ist. Hab ich dir das erzählt? Das hast du mir erzählt, das war deine Brille. Ah, doch, hab ich dir. Ja, scheiße, hab ich dir gerade erzählt. Ja, Leute, meine Brille ist ganz kaputt. Nicht reparierbar. Jetzt habe ich morgen Sehtest und eine Brillenberatung. Geil. Also, ich kann mir sozusagen morgen ein neues Gesicht aussuchen, Ricky. Boah, nimmst du so eine runde Brille, so wie andere? Ich überlege ja schon voll oft, ob so eine Styleänderung nicht irgendwie cool wäre, ne? Aber auf der anderen Seite denke ich, ich werde mit dem gehen, was ich die ganze Zeit schon habe. Also ich glaube, da wird sich nicht groß... Also ich glaube, ich werde nichts ändern. Wäre jetzt erstmal so mein Gedanke. Ich glaube, ich hole die gleiche so ziemlich nochmal. Na, so ein bisschen dünneres Gestell würde ich schon nehmen. Na, weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Oder sowas Rundes oder so? So wie Harry Potter? Also diese runden Brillen finde ich ja auch irgendwie ganz cool, ne? Ja. Aber... Ich weiß nicht, ob ich dafür selbstbewusst genug bin, um das zu tun. Ne? Dein Gesicht kann das, Wollo. Wenn es ein Gesicht kann, dann dein Gesicht. Mein Gesicht kann das, meinst du? Ja, safe. Oh, weiß ich nicht. Und morgen ist nicht nur das, ne? Oha. Das habe ich morgen. Und dann muss ich morgen Penis! Auch noch zur Schuldnerberatung. Ach, meine Penis ist jetzt mehr als unangebracht gewesen, ne? Wenn ich hier über meine Leiden rede, ne? Das ist mehr als unangebracht, Bruder. Also, mir ist ja verrückt. Ja, es tut mir leid. Was war ein Penis? Ich konnte gerade nicht aufhören. Das war so offensichtlich. Also, ich habe hier das Problem, ne? Zwischen uns beiden. Ja. Penis! So. Junge. Es tut mir doch leid. Hau mir auf jeden Fall raus, was da morgen rauskommt. Ja, nicht hier. Das kann ich dir schon mal sagen. Aber du sollst mir das sagen. Ja, mal gucken. Nicht mal gucken. Kann ja nichts Gutes. Ja, egal. Reden wir nicht drüber. Ja. Will nicht drüber reden. Es könnte alles viel schlimmer sein, Wollo. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich, viel schlimmer geht bei dir. Oh, ich habe was Cooles zu erzählen. Oh, ich hab mal guck mal. Und zwar hatten wir, ich sage echt den Namen nicht, einen Zuschauer am Imbiss. Nee. Von den Backstreet Boys. Du sagst extra den Namen nicht, weil der sich so daneben benommen. Nein, der hat sich gut benommen, aber ich weiß ja nicht, ob die Namen haben. Und zwar den einen Tag, den Tag davor, also nicht gestern, sondern vorgestern haben wir ja aufgenommen, Wollo. Am Montag. Und da hat mich währenddessen meine Schwester angerufen. Und ich gehe nicht ran, weil wir halt in einer Aufnahme sind, ne? Da gehe ich natürlich nicht ans Telefon. Und dann war da die Mutter des Zuschauers erst am... Mutter? Ja, pass auf. Die Mutter des Zuschauers war zuerst am Laden von meiner Mutter und danach war sie am Laden von meiner Schwester. Weil, ja, sie wollte wissen, ob ich morgen arbeite, ob ich morgen im Imbiss bin und so. Sie wollte sich mal Friedrichstadt angucken und so. Sie kommt aus der Nähe und sowas, alles um und dran. Und ihr Sohn erzählt so viel, was ihr Sohn mit Wolle macht. Also du bist immer Wolle gewesen bei ihr.
Der gute Wolle. Wolle? Der gute Wolle, Alter. Wahnsinn. Also Wolle Petri. Wollte gerade sagen, ne? Ich habe auch für jeden meiner Abonnenten habe ich ein Freundschaftsband umarmt. Das wisst ihr, Leute. Das wisst ihr, ne? Das ist so mein Ding. Zwei Stück. ja, naja, und dann, danke. Und dann, ja, da hat mir das meine Schwester erzählt. Ja, hier war jemand da, der wollte dich treffen, aber du warst nicht da. Ich so, ja, ich, na, so, ich, Entschuldigung, dass ich was zu tun hatte, ne? Und ja, den sein Sohn ist ein großer Backseat Boys Fan. Er erzählt alles. Also, er erzählt alles, was wir da drin erzählen. Und da war ich schon so, oh Gott. Oh nein. Oh Gott, ja, da bin ich auch. Oh Gott. Will man das? Nicht wirklich. So. Naja, dann waren sie, einen Tag später waren sie bei mir. Aha. Dann habe ich die beiden kennengelernt und dann hat sie viel erzählt, so von ihrem Sohn und auch von sich selbst und so weiter. Und sehr, 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 sehr sympathische, nette Leute. So, jetzt schreibst du mir aber einmal, wer es war. Schreibe ich dir. Aber ich sollte es ja wohl wenigstens wissen, oder? Ja, aber es ist, der schreibt keine Kommentare, ist ein Lurker. Ja, aber vielleicht mal im Chat was oder so gesehen. Nee, 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 der guckt keinen Stream, der guckt nur YouTube. Keine Streams guckst du, Bruder? Nee. Warum nicht? Ja, schreib mal in die Kommentare, Bruder. Du darfst dich heute mal melden. Warum nicht? Ja, warum nicht? Ja, interessant, interessant. Ja, und dann sagt sie so, ja, und dann hab ich versucht zu erzählen, wir machen so selber, ja, weiß ich alles. Ich sag, ja, so und so, ja, weiß ich alles. Und wie geht's deinem Freund Wollo? Ich hab gehört, der hat Depressionen und so. Die weiß alles. Alles. Ja, ja, ey. Weißt du, wenn jetzt meine Mutter wahrscheinlich. Und dann sagt sie so, ja, Ich sag so, ja, ja, und ihr seid ja so gute Vorbilder für die Jugend. Und dann dachte ich so, sind wir das? Weiß ich nicht. Also sie sagt, wir werden für ihren Sohn und so weiter gute Vorbilder. Und wir werden gute Außenwirkung. Wir werden sehr gut für die Jugend. Ich finde jetzt auch nicht, dass wir eine schlechte Außenwirkung haben. Nee, finde ich auch nicht. Ich meine, wir sind fett, ja. Ja. Aber wir verherrlichen das ja auch nicht in so einem Maße von, werdet ruhig fett. Nee, das stimmt. Ist alles cool, wenn ihr fett seid. Ne? Das nee. Machen wir ja nicht. Und ansonsten haben wir ja keine schlechten Werte. Nee, nö. So, ne? Wir akzeptieren alle Leute. Ja. Und so. Keine Ahnung. Ja. Also, nee, aber sie sagt so, ja. Und dann, was ist denn? Ja. Wer ist das jetzt verloren? Wild. Ich laufe hier auf Gegnern. Das siehst so. Du, ne? Ach so, okay. Deswegen auch der Stern. Ah, okay. Nee, dann haben sie gequatscht, haben sie noch Currywurst Pommes gegessen, können sie nur sehr empfehlen. So, sie sagen, sie essen viel überall. Sie können nur empfehlen, das ist eine sehr gute Currywurst, sehr gute Pommes. Sie könntest drauf neidisch sein, sagt sie. Und ja, und dann waren sie da und haben was gegessen. Die kommen es öfters. Sehr, 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 sehr nette Leute. Also wohnen die auch nicht so weit weg, nehme ich jetzt mal an. Nö, die wohnen von hier aus nicht so weit weg. Und haben sie auch gefragt, ob jetzt schon ein Umzug geplant ist und so, nach hierher in den Norden und so weiter. Die haben alles, weil die wissen alles. Ja, ich kriege hier keine Wohnung von Ricky, ne? Bisher hat er mir noch keine gegeben. Ich warte noch drauf, Leute. Aber ich würde auch tatsächlich gerne, bevor ich jetzt umziehe, wollte ich auch erstmal gucken, was die Schuldnerberatung sagt. Ganz ehrlich, also wenn ich jetzt nochmal umziehen würde, würde ich gerne umziehen und dann gewisse Dinge geregelt haben. Kann man das nachvollziehen? Ist das verständlich? Ja. Verständlich, oder? Verstehe ich. Weil sonst müsste ich da jetzt wieder in einen nagelneuen Ort kommen. Ohne eine Krankenversicherungskarte und so, ne? Da habe ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel Bock. Nee. Hier ist zumindest geregelt, hier habe ich einen Hausarzt. Der, dat, ich sag mal, der nimmt das so hin. Ja. Er freut sich nicht, ne? Aber es ist akzeptiert, ist okay, hat er zur Kenntnis genommen. Da musst du erstmal wieder einen neuen finden und heutzutage ist ja auch so schwierig, weil dich will ja keiner mehr annehmen. So alle haben wir sowieso, ne? Haben zu viele. Nee, das geht hier. Meinst du, hier würde ich unterkommen? Auch ja. Ohne Krankenkasse. Ja, gut. Ja, safe. Dann machen wir sich mal klar, ja. Das Ding. Man muss der Gericht. Ja, du kannst ja theoretisch kannst du hier mit einziehen, wenn du willst. Ins Haus. Das ist zu klein, Ricky. Das ist doch viel zu klein für uns beide. Ich krieg doch meinen Kram nicht mal unter. Das ist einmal Punkt 1. Punkt 2. Ich weiß auch nicht, ob ich das könnte. Mit mir wohnen? Wieso das denn nicht? Ja, weil ich immer ich eine bin, saubere also, Wohnung. Ja, ja, schon geil, aber... Ich koch Essen, ich bring was von Imbiss mit. Ja, das macht mich ja nur wieder fett. Nee, also das Ding ist ja, ich merke das ja auch immer wieder, auch bei der Woche mit Cornel und Onion, dass ich dann doch in einer gewissen Zeit dann auch gerne allein bin, ne? Also ich bin halt wirklich gerne alleine, wirklich, wirklich
aus purem Herzen bin ich gerne allein. Weil ich wurde jetzt auch gefragt, wie sieht's aus? Es wird so ein bisschen in Planung im Herbst nochmal nach Dänemark. Ui. Da würde ich dich dann auch auf jeden Fall besuchen auf dem Rückweg. Ja. Also auf dem Hinweg schon, mal gucken. Vielleicht komme ich dann ein, zwei Tage vor dir. Aber da ist jetzt auch so in Überlegung 2 Wochen, Digga. Boah, geil. 2 Wochen! Geil. Nee. Eine hätte ich noch gesagt so, oh, ist mir auch schon fast zu lang, aber da hätte ich noch so gesagt, ja, da kann man drüber reden, aber 2 Wochen? Geil. Boah. Geil. Nee, das schaffe ich nicht. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Der muss ja auch nicht 2 Wochen komplett mitfahren. Nee, ich würde dann vielleicht noch nur eine Woche und dann vielleicht noch einen Tag zu dir kommen oder so. Weil sonst wird mir das dazu viel. Ich muss dann mein Einsamkeitsakku erstmal wieder aufladen, so ein bisschen. Ja, das kenne ich. Das haben ja viele, ne? Also ich bin ja jetzt nicht so besonders. Nö. Also das habe ich auch. Ne, wobei, ich habe ja, also ich komme da jetzt auch so ein bisschen drauf, weil ich habe ja vorhin dein Stream gesehen. Ja. Und da meinten Leute, ja, du bist ein Pick-Me-Girl. Wo ich mir auch dachte, hä? Fandest Borke, du? Da kommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Hat vielleicht auch nicht verstanden, was ein Pick-Me-Girl ist. Aber, nee. So wie du. Keine Ahnung. aber, weil Ricky meinte schon, er hat halt gerne Leute da, immer. So nach dem Motto. Also so hast du zumindest kurz rübergebracht. Nein, ich meinte damit eher, ich hätte gerne eine Partnerin. So. Ja, so. Ja gut, das ist doch was anderes, ne? So, genau, das ist was anderes. Weil ich bin auch so, wenn ich auf der Gamescom war und so weiter, war ich immer, ja, lass mal ein Zimmer teilen. Nee, lass mal. Ich bin auch froh, die denn zu sehen den tagsüber. Aber wenn ich dann in mein Zimmer komme, will ich dann in Ruhe scheißen gehen und will meine Ruhe. Ja, komplett. Das würde ich halt auch sagen. Also wenn ich auf der Gamescom wäre, wäre cool, mal alle Leute zu treffen. Aber abends dann mit jemandem das Zimmer teilen, Digga, boah. Nee, genau. Außer mit meiner Partnerin. Weil das wir können morgen, wir können uns ja Genau. Reicht doch vollkommen. Genau, und das ist so mit meinem. Also ich habe gerne Leute, wie gesagt, für mich ist einfach nur so, ich habe dieses große Haus hier, aber ich bin halt alleine in dieser Wohnung. Groß. Das ist nicht klein, das sind 100 Wie viele Quadratkilometer sind das? 100. 100? Ja gut, da kann man doch schon zu zweit eigentlich 100 wohnen, ne? Plus, ich hab jetzt 50. Plus Garten, ne? Ach, Ricky, ey, mit dir zusammenleben, das wär's eigentlich, ne? Wäre eigentlich das Beste, was wir machen könnten. Ja, wäre schon geil, aber auf der anderen Seite wäre auch immer da oben. Nee. Und ich soll ja auch da oben leben, im Stickigen, ne? Ja, bist du schon gewohnt. Das stimmt auch, ja. So, ja. Und dann gehe ich ins Gartenhaus mit meinem Studio. Ja, das wäre schon, ja, ja. Gucken wir mal, was die Schuldnerberatung sagt, ne? Wie arm du bist. Ach, ich denke mal, ich bin der Ärmste, den ich jemals gesehen habe. Ich bin mal gespannt. Oh ja, bitte schreib mir bitte morgen auf jeden Fall, was abging, ne? Ja, also mir wurde gesagt, das wird morgen wohl so sein. Ich erzähle da einmal alles und dann kriege ich einen Termin. Also morgen werde ich wahrscheinlich noch gar nicht erfahren, dass ich in den Knast muss. Dann kommt erst dann beim Termin, ey, gar keinen Bock drauf. Ja, kommt dann auch drauf an, ne? Wie gesagt, aber ist das Beste, was dir passieren könnte, Knast, das ist billig. Ja, jetzt können wir nochmal drüber reden. Ich fange vielleicht einen Minijob an, Leute. Ach, fängst du doch wieder an. Ja, den würde ich dann trotzdem noch machen, ja. Ja, wir hatten. Darf ich das erzählen, Wollo? Nein. Okay. Aber es ist cool zu wissen. Also, ich hatte ja auch einen Minijob gemacht und es hat mir. Das war halt quasi ein bisschen Geld nebenbei, das ist gut. Ja, ein bisschen Geld nebenbei wär's. Ich müsste dann eventuell, also es ist noch eine Sterne, Leute, man müsste sich 3-mal im Monat 12 Stunden Schicht machen. Boah. In der Nachtschicht als Nachtwächter. Da kommt keiner an mir vorbei, das sage ich euch, Leute, ne? Keiner von euch. Ja, ich wäre da ganz alleine und könnte dann eigentlich die ganze Nacht Serien gucken. Wäre schon in Ordnung, so an sich, aber. Und du könntest Paper Mario nicht durchspielen. Ja, aber da hätte ich nur das Problem, nachts wach bleiben für mich aktuell ultra hart. Ne? Also ab 12 ist brutal. Dann stell dir mal so einen Wecker zwischendurch. Wie ein Wecker. Also, ich habe schon überlegt, theoretisch, wenn ich da kurz einschlafe ab und zu mal so ein Stündchen, dann merkt ja keiner, ist ja keiner da, ne? Nee. Wäre natürlich doof, wenn das jemand einbricht oder so. Ich habe auch schon überlegt, theoretisch könnte ich da dann ja live streamen die Nacht. Könntest du? Live von der Arbeit? Heimlich. Live von der vom Nachtwächterposten. Ob Leute das wohl gucken wollen? Security-Wollo. Alle wollen sowas sehen, ne? Wenn man nichts macht auf der Arbeit. Dann bist du voll. Ja, scheinbar. Ja, heute auch wieder. Ich habe nichts gemacht, 500 Zuschauer. Gar nichts.
Doch, du hast einmal eine Pommes da reingeschmissen, habe ich genau gesehen. Ja. Und eine Bratwurst gemacht. Oh, die Bratwurst habe ich nicht gesehen. Ich habe mir noch gedacht, ey, der hat nicht mal eine Bratwurst auf dem Ding liegen. Nee. Da brutzelt nicht mal 8 Stunden eine Bratwurst vor sich hin, die dann irgendwann jemand kriegt. Nee, die kriegen frische Bratwurst vor. Die kriegen frisch. Bei Rigi gibt's immer frisch und lecker. Natürlich. Das, doch. Das können unsere Zuschauer mittlerweile schon bestätigen. Mhm. 2 waren schon da. Oder war noch mehr da? Nee, NFD-Mann und er mit seiner Mutter. Interessant. Mhm. Aber jetzt darf ich eine Frage fragen. Na klar. Was mich ja schon so ein bisschen interessiert, weil ja auch gesagt wird hier, guter Einfluss auf die Jugend. Ja, 24. Wie alt war der? 24, okay. Und er hat es angefangen zu gucken mit 14. Mit 14? Ja, dann kennt er sich ja aus. Ja. Dann hat er uns ja gut aus, wenn ich studiert. Seit der Expertenrunde und dann hat er danach, ja. Danach hat er nur noch dich geguckt und jetzt seit dem Backstreet Boys guckt er wieder uns. Na cool. Also einer deiner Zuschauer. Nichts zu danken, Rigi. Ja, danke, ich danke dir. Ja. Wie viele sind hier eigentlich von Ricky Mania da? Habe ich diesen Kanal nicht alleine aufgebaut? Oder gibt es ja auch Ricky Mania Einzelzuschauer, die jetzt wegen Ricky Mania hier sind? Ja, grundsätzlich. Einen weiß ich. Einen weiß ich. Also ich weiß auch einen. Wen denn? Ja, den, achso, der da war. Ja, genau. Meine Mama zum Beispiel. Deine Mama guckt auch wegen mir natürlich. Die guckt, na, weiß ich nicht, ob die wegen dir guckt. Doch. Also die mag dich, ne? Die mag dich. Das ist schön. Aber ja, wir können ja mal gerne mal zusammen essen gehen, deine Mama und ich. Aber die mag auch Cornel zum Beispiel, ne? Ja, ist ja nicht schlimm, kannst du ja machen. mir egal. Sag nur, aber nee, dann will ich die das mag, nicht. Nee, wenn sie Cornel mag, nein. Nein. Eigentlich mag die immer alle Leute so, die ich mit denen ich so hänge. Ja. Ne? Ja. Ja. Ah, okay, cool. Finde ich aber stark, wenn Leute da bei dir mal vorbeikommen tatsächlich. Fand ich auch. Ich fand es halt so interessant, dass das halt, es muss ja so viel gewusst haben. Er. Dass er wusste, okay, Softeisladen da, der Imbiss meiner Schwester da, das. Bruder, du hast auch wirklich schon oft ausführlich erzählt, ne? Also es ist. Ja, das stimmt. Es ist fast unmöglich, es nicht zu wissen. Ja, und ich glaube, Friedrichstadt ist auch nicht so groß, ne? Nee, geht. Nee. Wie viele Einwohner hat Friedrichstadt? Müsste ich jetzt mal gucken, weiß ich gar nicht aus dem Kopf. Ich google mal. Friedrichstadt. Hat. Ich sag 14.000. Nee. Weniger? Viel weniger. Was? Viel weniger. Also letztes Mal wurde gezählt Dezember 2008. Oh, das ist auch schon ein bisschen her, ne? Ja, aber ich würde sagen, viel mehr ist eher weniger geworden. Okay. Was schätzt du? Also sag mal ehrlich, was schätzt du jetzt? Boah, wenn du sagst, also du sagst viel weniger. Ja. Dann sag ich 7.000. Weniger. Noch weniger? Viel weniger. Digga, wie klein ist Friedrichstadt denn? 2.400 Einwohner. Was? Ja. Google mal Einwohnerzahl Achmar, Bramsche. Achmar. Also schon Achmar möchte ich wissen. Aber Achmar Bramsche halt, nicht Achmar Lingen. Jetzt habe ich Achmar Bramsche unfallmäßig gemacht. Ich glaube, Achmar hat mehr Einwohner als Friedrichstadt. 1.500. Wir haben nichts. Also nichts. 1.500. Nichts. Da gibt es einen Bäcker. Das ist alles. 1.500. Okay. Und da gibt es nur einen Bäcker, Ricky. Und das ist alles, was es da gibt. Wir haben drei Bäcker. Nee, glaube ich denn nicht. Oh. Alter, das ist ja. Selbst in dieser Pissstadt, in der ich lebe, wo es einfach auch nichts gibt, ne, haben wir 10.000 Einwohner. Ja, hier ist nichts. Also hier hast du ja. Ich bin schockiert. Und wir haben hier Lidl, Aldi, Rewe, Kick, eine Spielhalle, einen Pub, 3 Bäcker, Edeka, Restaurants. Es ist halt so eine. Es ist halt so ein. Und euch halt, ne? Und uns, ja. Eure Restaurants. Die Bürgermeister. Halt. Die Bürgermeister von Friedrichstadt. Seid ihr die Bürgermeister? Ja, wenn es so weitergeht, ja. Scheiße. Dann kannst du mir auch eine Wohnung klar machen. Ich versuche. Ja, vielleicht ziehe ich wirklich bei dir ein. Hilft dir alles nichts. Hilft doch alles nichts, Regie. Eigentlich hilft es ja nichts. Nee, es hilft eigentlich nichts, ne. Da muss ich mir eigentlich mal klar drüber sein, dass alles nichts hilft. Die Backseat Boys WG. Vielleicht ich in diesen saugen Apfel beißen muss, ne? Ja, dann baue ich unten noch eine Dusche ein, dann kannst du wirklich oben wohnen, gibst mir die Hälfte der Miete und gut ist. Aber unten ist doch viel, oben ist doch viel kleiner als unten. Ja, trotzdem. Ja, aber warum bezahlt denn dann die Hälfte? Wenn ja, 325 Euro, was wir zusammenkriegen. 325? Ja. Na gut, sind dann ja immer noch knapp 50 Quadratmeter, ne? Ja. Warm? Warm. Ich zahle 650 warm. Und Leute, sagt mal was dazu. Ja.
Was soll ich machen? Würdet ihr das machen? Und du hättest einen Garten, in dem du wieder chillen könntest und so, ne? Ja, ja, schön. So abends mal grillen mit deinen Freunden und deiner Familie, ja. Ja. Und kommt Johnny uns mal besuchen und so, was mit denen grillen und so. Kommt er doch eh nicht. Da, mich, ja, wenn du da bist, nicht mehr. Aber mich hat er schon besucht. Ja, dann ist aber für ewig die Chance, dass Maeve mal vorbeikommt, weg, ne? Das musst du dir darüber im Klaren sein, ne? Das hat er heute schon wieder verkault. Hat er auch nicht drauf geantwortet, das Schwein, ne? Also ich muss auch wirklich sagen, ich glaub, der will langsam. Der will einfach nicht aufnehmen. Hast du das Gefühl? Der will aber komischerweise jeden Montag mit den anderen aufnehmen. Das ist für ihn immer gar kein Problem. Das ist ja auch sein, ne? Job. Das war, ne? Das war aber auch immer diese Ausrede. Damals habe ich mir auch ein bisschen verarscht gefühlt. Kann man vielleicht nachvollziehen. Wenn der Typ immer sagt, ah, nee, mein Internet, das ist so unplanbar. Der kann nicht aufnehmen, weil das Internet fällt ja andauernd aus. Das kann ich nicht planen. Kann aber komischerweise jeden Montag 18 Stunden TNT aufnehmen. Da geht das Internet komischerweise immer. So, darauf kann man sich lustigerweise verlassen, aber auf das andere nicht. Was soll ich denn da, also, was soll ich denn daraus schließen? Also wenn dir das einer so sagt, Ricky. Ja, ja, ich glaube, der will einfach nur nicht in den. Ich weiß es nicht. Er ist ja auch schüchtern, Maeve. Ach, halt auf die Fresse. Von mir braucht er nicht schüchtern sein. Wichtig ist einfach, dass er mit mir die Wrestling-Woche und Maeve macht. Das ist das Wichtigste. Macht er nicht. Muss er. Hat keine Wahl. Ja, manchmal hat man keine Wahl im Leben. Das ist ja, Leute, sagt was dazu, ne? Ich meine das ernst. Ich will nicht nur in den Kommentaren geschrieben sehen, dass wir weird falsch geschrieben haben, sondern ich will auch. Er hat weird falsch geschrieben. Wer? Du und Magic. Nein. Hab ich das geschrieben? Ich denke mal, wir haben das bei. Ich habe einfach nur deinen Text kopiert und da reingemacht. Ah, dann habe ich das falsch geschrieben und, ja? Und Magic auch. Alle haben es falsch übernommen, aber. Ich kannte ja. Dazu auch Folgendes sagen. Ich weiß auch wirklich nie, wie man weird schreibt. Wie schreibt man weird denn? Jedes Mal, wenn ich irgendwie in diese ungünstige Situation komme, dass ich dieses Wort schreiben muss, so. Google ich immer rum vorher. Ich muss immer googeln. W-E-I-R-D. Wired. Ja. Wired. Ja, ja. Ja, und du hast halt irgendwas geschrieben und da dachte ich mir so, ja, Ricky wird es dann wahrscheinlich wissen, ne? Nee, ich wusste anscheinend nicht. Dann habe ich es einfach kopiert. Und Manchuk dachte sich scheinbar das Gleiche. Manchuk dachte sich das Gleiche. Der wird schon der wissen, wusste wahrscheinlich auch nicht, wie man schreibt, genau. Hat gesehen, ja, okay, der wird es ja wohl, ne? Ja. Wenn er das da so selbstbewusst reinschreibt, dann wird das wohl stimmen. Also Leute, das war auch mein Gedanke tatsächlich. Weil wir machen die Farben jetzt ja nicht selber. Also das sind wir alle dumm. Wir waren alle drei dumm. Ich habe gar nicht nachgeguckt, wie du es geschrieben hast. Weil gesagt, ich weiß es eh nicht. Boah, Kaizo Mario. Schlimmer. SMB3 Kaizo, oder? Schlimmer. Klar. Ja, ist ja auch okay. Das wollen wir aber nicht spielen. Nee, das wollen wir nicht spielen. Ach, Wallo. Ach, Ricky. Ich liebe dich. Ich dich nicht. Wie lange geht der Part noch? Also da sind jetzt 23 Minuten drauf. Ja, dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Haut rein. Ciao. Ja, weil ich bin